Nun, liebe Freunde, eines scheint es auf der Welt immer und überall zu geben. Wo? Habt ihr schon gesehen? Chinatown. Auch in Havanna auf Kuba gibt es ein Chinatown. Na, schauen wir mal rein, wie es aussieht. Das ging schnell, das ist nicht groß, aber es ist da. Naja, ich meine, Germantown haben wir ja auch überall, Viva Germania, ne? Keine Frage. Aber die Chinesen sind uns da wirklich weit voraus. Und, naja, es werden Hunde verkauft. Lass uns mal auf. Gut, wir sind nicht in Korea, aber man weiß es nicht. Ne? Also von der Seite machen wir uns unsere Gedanken. Soll sich jeder sein Teil selbst nehmen. Guten Appetit! We have dumplings, we have duck, we have noodles, spring rolls. You can see Chinese people eating. Spring rolls 150, dumplings 250, fried dumplings 250, soups 150, shrikoo, chicken 5, fish 5, pork 5. Fried rice 150, shrikoo, noodles shrikoo. We have an iron plate. Big fish, flour cooked. It's original China. Yeah, of course. Well, this is the only place with Chinese chef, authentic from Shanghai. This restaurant is recommended to Lonely Planet. This is Tian Tang, is one of Barrio best authentic China restaurant. This is the only place in Chinatown with Chinese chef from Shanghai. We in another restaurant don't have a Chinese chef except here. You can see the Chinese people. Ja, und das ist wirklich das absolut Lustige. Ich weiß noch, wie ich vor 20 Jahren in Peking war und die Situation so war, dass es dort 10 Millionen Fahrräder gab und vielleicht, naja, 1000 Autos, 10.000 Autos. Heute ist die Situation genau umgekehrt in Peking. Nämlich es gibt, genau, 10 Millionen Autos und vielleicht noch 1 Million Fahrradfahrer. Und wenn man hier in Havanna auf Kuba ist, dann ist man völlig überrascht. Ich bin jetzt in Chinatown, kreise hier so ein bisschen rum und hier fahren mittlerweile mehr Fahrradfahrer als in Peking. Witzig, wa? So ist das globale System organisiert. Völlig crazy.